Ja, wir haben uns bewusst nicht dafür entschieden, diese Ausstellung im stillen Kämmerlein und alleine zu entwickeln, sondern wir haben 25 Weggefährtinnen und Weggefährten eingeladen, anhand eines Einzelbildes oder einer Serie über ihre Beziehung zum Museum nachzudenken. Und ich habe 25 weitere Arbeiten hinzu kombiniert. Das Fantastische an der Sammlung des Fotomuseums Winterthur ist definitiv, dass sie in den 1960er Jahren beginnt und bis ins Jetzt geht. Also wir haben Werke in der Ausstellung, die ganz neu in die Sammlung gekommen sind. Und ich denke, wir schaffen es damit, auch einen Teil des sehr zeitgenössischen, jungen fotografischen Schaffens abzubilden. Das Werk von Hannah Collins habe ich ausgewählt, weil es auf eine sehr wichtige Ausstellung in der Geschichte des Fotomuseums hinweist, nämlich auf Dark Side 1, eine Ausstellung zur sexuellen Begierde in der Fotografie. Und das Bild ist wunderbar live zu sehen. Wir haben die Sammlung online zugänglich gemacht vor vielen Jahren. Und dieses Bild überrascht, wenn man es in der Realität sieht. Es ist ein sehr großer Schwarz-Weiß-Print. Austern, die so glitschig sinnlich in ihren Schalen liegen. Und das Bild trägt auch den sinnigen und, wie ich finde, sehr humorvollen Titel Sex. In der aktuellen Ausstellung gibt es Werke von Größen der Fotografiegeschichte, wie zum Beispiel Peter Hutschard, wunderbare Schwarz-Weiß-Aufnahmen, bis hin zu ganz neuen Arbeiten, eine dreidimensionale Skulptur von Christina Oleg, einer estnischen Künstlerin. Und man kann richtig in die Sammlung und in die Geschichte des Museums eintauchen.